Hallo, mein Name ist Rebecca Saunders. Ich bin im Focus, im Musikverein in der Saison 2023/24 und drei meiner Werke werden in Wien Modern im Musikverein aufgeführt. Absolut, absolut. Das finde ich großartig. Räumliche Werke in unterschiedlicher architektonischen Raum eigentlich zu inszenieren. Wie unterschiedlich das ist. Wie ein schon vorgefertigter Stück mit einer sehr klaren Collage, Timeline, überlagerte Modulen, zum Beispiel wie in Yes, wo ich 28 getrennt geschriebene Stücke habe oder Modulen, die nach einem Zeitraster überlagert sind. Aber in jedem Raum klingt das so unterschiedlich, weil es steht dann im Dialog mit der Architektur. Das finde ich total spannend, wie unterschiedlich Dichte eigentlich erlebt wird, dass der Raum dann atmet mit der Musik. Und dann, wenn man die Position im Raum festlegt und die Bewegung der Musiker von einer Position zum anderen eigentlich dann festlegt, hat man die Möglichkeit, diese Architektur und oft diesen großartigen, ungewöhnlichen Architekturen wirklich anders zu erleben. Und die Musik wird dann so plastisch, das ändert sich bei jeder Aufführung. Manchmal sind manche Teile von dem Stück absolut komplett anders, obwohl die Musik genau das gleiche ist. Und dieses Phänomen mit der Architektur, mit Raum zu arbeiten, finde ich aus dieser Perspektive besonders interessant. Dass die Musik, man darf auch nicht vergessen, dass für jede von uns in jeder Aufführung, auch von dem gleichen Stück, erleben ein anderes Stück. Wir bringen auch eine Atmosphäre mit, wir bringen auch eine Vergangenheit, eine Laune, eine Subjektivität mit und das Stück wird auch dann jedes Mal anders gespielt. Wenn man aber mit Architektur so bewusst dann im Vordergrund dann arbeitet, mit dem Raum und mit der Bewegung von Musik durch den Raum arbeitet, kann man nochmal ganz klar unterstreichen, wie wichtig und wie unterschiedlich jeder Hörerlebnis tatsächlich ist und wie unterschiedlich die Musik klingt, abhängig von Raum, Rahmen und Überlagerung eigentlich. Wir mussten erstmal in den Raum heute Nachmittag gehen und dann schauen wir. Aber was passiert mit Yes in der Musik, in dem Goldenen Saal? Auf der Bühne wird eine Hauptmodule vom Stück, ein Hauptwerk vom Stück, es heißt Never, stattfinden, wo fast alle Musiker eigentlich zusammen spielen. Da gibt es ein Stück und das dauert mindestens so ungefähr 23 Minuten lang. Das findet auf der Bühne statt. Aber es gibt Schlagzeugaufbau überall im Raum. Es gibt einzelne Positionen im Raum, wo ein Quartett aus Bläseinstrument oder Streichinstrumenten, Schlagzeugaufbau, ein Einzelpaucher, dass die Sopranistin durch den Raum läuft. Es gibt ein laufender Akkordeonspieler. Es gibt unterschiedliche Positionen, manchmal so viel wie 23 Positionen. Es ist unterschiedlich, aber vom Raum zu Raum, wie man das gestaltet. Auf alle Höhen auch. Die Musiker sind in dem Raum auf unterschiedlichen Orten platziert. Und es entsteht eine Klanggewebe. Das Publikum ist mitten in dem Stück drin. Der Raum wird zum Klingen gebracht. Und es ist auch so gewollt, dass wir in der Musik uns befinden. Das Werk basiert sich auf Auszüge aus Molly Blooms Monolog, letzter Kapitel von Ulysses von James Joyce. Und dieser Text ist auch wie ein Modul. Ich glaube, man nimmt die Musik auch zum Teil anders wahr. Es ist, glaube ich, super interessant, in der Musik drin sich zu befinden. Das ist eine andere Wahrnehmung eigentlich von Klang. Das bedeutet aber, dass jeder Einzelne, oder nicht jeden Einzelnen, aber die meisten im Saal eine ganz unterschiedliche Klangerlebnis auch haben. Aber das haben sie sowieso, wie wir schon besprochen haben. Ich finde es schön, eine Musik um das Publikum herum zu inszenieren, weil man in der Musik sich drin befindet. Und die sinnliche Komponente des Zuhörens, dieser physische Vorgang, das Musik zuhören, miteinander im Raum, gemeinsam zuzuhören, wird viel, viel deutlicher zu spüren. Dass Musik eine physische Kraft hat, dass es eine körperliche Erfahrung auch ist, glaube ich, wird damit viel stärker unterstrichen.
Man muss nur sich selbst mitbringen und die Neugier. Ich glaube, das Großartige, wenn man ein neues Stück, vielleicht von einem bisher unbekannten Komponist hört, ist, dass man offen ist und dass man bereit ist, was Neues zu begegnen. Das Großartige an der zeitgenössischen Musik ist, dass man was Neues erleben kann. Ein neuer Impuls, ein neuer Klang, ein neues Gefühl, ein neuer Gedanken kann in Gang gesetzt werden. Und die neue Musik ist großartig, weil es eine gewisse Toleranz von uns verlangt. Toleranz, etwas, das so unglaublich wichtig ist in unserer heutigen Gesellschaft. Und Neugier, die Freude an das Neue.